Freunde, ich habe hier ein sehr, sehr wertvolles Buch, das über 150.000 Mal verkauft wurde. Ich habe da natürlich ein paar spannende Fragen dazu. Lieber Dirk, welchen Bewegungsgrund hattest du, genau dieses Buch zu schreiben, auch genau in diesem Format, genau in dieser Dicke? Ist ja klein, aber oho. Das, was war dein Bewegungsgrund? In Deutschland gibt es 90.000 Neuerscheinungen pro Jahr. Mhm. 90.000 neue Bücher. Und du musst erstmal auffallen in den 90.000. Mhm. Erstens. Zweitens, nur 9% der Bücher, die verkauft werden in Deutschland, werden auch gelesen. Okay. Also die meisten Bücher werden gekauft und irgendwo hingestellt. Keine Ahnung, was die Menschen damit machen, dass die Tür nicht zugeht irgendwie als Beschwerer. Ja, aber nur 9% werden auch gelesen. Und okay. Die Idee von diesem Buch, das ist ja nicht mein erstes Buch, ich habe ja schon einen Haufen Bücher und hier, guck mal. Da ist nur meins. Ja, also wenn einer sagt, Mensch, der kann nur 140 Seiten. Das ist schwere Kurs, das habe ich fast durch. Ja. Das habe ich fast durch, aber da muss man schon fleißig sein. Das ist richtig fett. Ja. Und das Ziel war aber jetzt, ein Buch zu schreiben, was auch wirklich gelesen wird, bis zum Ende gelesen wird. Und ich habe ganz viele Menschen erreicht, die mir geschrieben haben, ich habe das letzte Buch in der Schule gelesen und musste es lesen und jetzt 10 Jahre nicht mehr und das ist das erste Buch, was ich wieder lese. Und das war das Ziel, die Menschen wirklich motivieren, das zu lesen. Mhm. 140 Seiten, damit sie es auch wirklich in einem durchlesen können. Das sind 1-2 Nachmittage auf dem Sofa und es ist ganz komprimiert, meine Art, nicht groß drumherum, es ist meine Art. Es ist ein bisschen Storytelling, aber vor allen Dingen ist es eine Blaupause für den Erfolg, ein Leitfaden für den Erfolg. Wenn du das durcharbeitest und machst, hast du ein erfolgreicheres Leben. Und nicht nur als Verkäufer, egal was du machst. Als Sportler, als Familienvater, als Angestellter, der Karriere machen will, als was auch immer. Das ist die Blaupause für mehr Erfolg. Kurz und knackig. Ja, so liebe ich Bücher. Weil, wie gesagt, dein Sieger zweifelt nicht, das habe ich mal in der Hand gehabt und habe gesagt, fange ich da jetzt wirklich damit an? Und ihr gehört tatsächlich zu den 9%, die sie tatsächlich auch lesen. Aber sowas finde ich ja klasse, dass du eben innerhalb von relativ kurzer Zeit die Essenz hast. Stecken da 30 Jahre Erfahrung drin? Ja, da stecken 30 Jahre Erfahrung drin. Ne? Also ich mache den Job seit 28 Jahren. Ich beschäftige mich mit den Themen seit über 20 Jahren. Da steckt unheimlich viel Erfahrung drin, ja. Also alles, was da drin ist, es gibt ja dieses angelesene Bücherwissen, wo immer wieder das wiederholt wird, was in coolen Büchern drinsteht. Mhm. Und es gibt Erfahrungswissen. Und das hier ist eine Mischung daraus. Ne? Das ist sowohl die Impulse aus richtig guten Büchern, aber kombiniert mit meinen Erfahrungen aus den letzten 30 Jahren. Wenn du jetzt das Buch so in ganz wenigen Worten zusammenfassen müsstest, was käme dabei raus? Ja, nochmal, es ist der Leitfaden. Es ist, wo fängst du an? Wie gehst du mit Herausforderungen auf dem Weg um? Mhm. Und du klärst deine Ziele, du klärst dein Warum. Was soll ich groß sagen als Autor? Mhm. Es sind über 150.000 Exemplare verschenkt worden. Ja, klar. In etwa 2 Jahren. Und mein erstes Buch, was ich gemacht habe, hatte eine Erstauflage von 1.700 Stück. Okay. Das war Der Messetrainer. Das war so ein klassisches Fachbuch. Mhm. 150.000 bei diesem Buch und bei meinem ersten Fachbuch 1.700. Ich würde sagen, wir lassen es lesen, oder? Die sollen das lesen. Ganz einfach, Freunde. Dieses Buch ist sehr, sehr wertvoll. Ich habe es fast durch und nicht ganz, weil ich gestern angefangen habe. Ich war noch beschäftigt mit dem dicken Wälzer. Ja. Aber ich habe es fast durch und muss sagen, ich finde es klasse, weil du einfach innerhalb von ganz kurzer Zeit die wichtigsten Infos bekommst, ohne dass du irgendwie drumherum streichen musst. Super. Also es sind 2 unterschiedliche Formate. Ja, das ist was anderes. Ja, klar. Und das war jetzt auch nicht geplant, das liegt durch Zufall hier auf dem Tisch. Ja. So, aber du kannst natürlich auch einen Link zum anderen rein. Unbedingt, weil auch das finde ich interessant. Das ist halt so, dass ich maximal ein Thema, maximal 4 Seiten mache. Mhm. Zwischen einer Seite und 4 Seiten, das ist so etwas, wenn du sagst, hey, so lange Bücher, lange Aufmerksamkeit ist nicht meins, das kannst du abends vorm Einschlafen lesen, dann liest du eben ein Kapitel auf 4 Seiten oder du liest mehr, wie du willst. Aber das hier ist etwas, setz dich hin, lies es einmal durch, dann liest du es nochmal mit Textmarker und machst dir Notizen. Und das Dritte ist, du setzt es um. Ja. Und du wirst erfolgreich.
Ich glaube, der Punkt 3 war wohl der wichtigste. Ja, natürlich. Super. Kein Buch macht dich erfolgreich. No. Sondern nur, was du danach umsetzt. Klar. Super. Dirk, herzlichen Dank. Attac. Ich denke, wir wissen alles, Freunde, ihr wisst Bescheid. Link ist unten drunter. Einfach draufklicken und dann seid ihr reicher an Wissen.